Zu den kleinsten Fahrzeugen im Wettbewerb zählte dieser seltene Wagen aus England. Ich bin hier mit einem Meadows Frisky Convertible Sport. Dieses Auto ist 1958 gebaut worden in England und geht zurück auf die Initiative eines englischen Rennfahrers, Captain Raymond Flowers, der nach dem Krieg nach Ägypten ging und dort eine kleine Fahrzeugproduktion unterhielt. Er kam in der Wirtschaftswunderzeit auf die Idee, man müsste ein attraktives kleines Auto bauen und beauftragte Giovanni Michelotti in Italien mit dem Entwurf der Karosserie. Das wurde veröffentlicht und das Auto war sehr schick für damalige Verhältnisse und die Firma bekam viel Zuspruch, viele Zuschriften, sodass man sich entschloss, einen Partner zu suchen, um dieses Auto tatsächlich zu produzieren. Und diesen Partner fand man in der Firma Meadows in England, die vorher großvolumige Motoren für Invicta, für Lagonda produziert. So wurde in England eine kleine Produktion errichtet und das Auto wurde aber in der Produktion relativ teuer. Es gab dann, als es auf den Markt kam, 1957 wurde er vorgestellt auf der Londoner Motor Show, auch schon im Ausland viele Konkurrenzfahrzeuge, die manches besser konnten, mehr Platz hatten, familientauglicher waren, sodass sich eigentlich kaum Autos verkaufen ließen.